Sokrates, Magister Sophia Annea, Sciadon Apotonyn Disilia Pentacosia ete, en Athena es ece. Hedeos entoiarotan es budazen, diaphanes estin, hoti poloi ta problema tautu, perites philosophias, uc entomazontes anelabon. Anitos lycon caimeletos, andres budaioi, Socrate tes asebeias, caedecae categorum. Socrates adicei! Kai periagacetai ceton, tat hypoges kai urania, kai toneto logon creto poium, kai alus tauta tauta didascum, tus te neos diapteron, teus us e polis nomice, u nomice. Ende taute exitasia, monon alus epitengnosin agein ebulito. Hotio den isasin. Socrate, deo gemelese tis dices, ton gatanaton udamos efubeto. E to tetnane an eie heuern hypnos, epeidan tis katoidon medonna meden ohara. E en kategeioikese spelaiode, tus eucleas tatus, kai eudokimutatus heroas, exitatsen dynato an. Socrates, un katepsephiste tutanatu, hoste pinein tokonaion. Eutymos, Caimala Eucheros, Cai Euculos, Metatois Philois, To Pharmacon, Ex Epien. Hode Teleutaion, Eftenxato, Paradidotae. To Asclepio, Ophelumen, Alectriona. Doch was dann kommt, steht nicht in unseren Büchern. Zuwachs bekommen. Oho, der gefällt mir. Den nehme ich mit nach Hause. Nein, der gehört mir. Hört, ich habe eine lange Reise auf mich genommen, um mein Nichtwissen zu erweitern. Deswegen wollte ich bei der Gelegenheit gleich eure Meinung zu Werten und Normen der menschlichen Gesellschaft kennenlernen. Also ich denke, es wäre besser, wenn wir beide still wären. Der arme Mann ist doch gerade erst von den Lebenden auferstanden. Und wenn überhaupt, ist das meiner. Pass! Ah,
was habe ich für wunderschöne Muskeln. Seit ich hier unten bin, werden die auch immer größer. Das wird Helena sicher gefallen. Was ist denn das für ein Spiegelbild neben meinem? Keine, oh Bälteste. Deinen Muskeln und deinem dümmlichen Gesicht zu schließen, musst du Herkules sein. Dümmliches Gesicht? Was bist du denn für einer? Schau dir mal deine eigene Nase an. Komm, stell dich neben mich und schau in den Spiegel. Ich bin mir meines Aussehens durchaus bewusst, mein Lieber. Aber schau in meine Augen und du wirst sehen, sie erzählen eine andere Geschichte. Also, ich kann da nichts erkennen. Schau dir lieber meine Oberarme an. Sie erzählen auch eine Geschichte. Die meiner Stärke. Du denkst also, du bist stark? Ich denke es nicht, ich weiß es. Ich bin der Stärkste in ganz Griechenland und Umgebung. Wir sind aber nicht mehr in Griechenland, wir sind im Hades. Saphenice, ti estin he ischys? Stärke? Stark ist jemand, der so ist wie ich. Und jemand, der zwar Muskeln hat, aber trotzdem im Falle einer Gefahr sich nicht traut, diese zu benutzen, ist derjenige trotzdem stark? Oder muss, ich denke nicht. Und jemand, der zwar keine Muskeln hat, aber trotzdem seine gesamte Kraft aufbringt, um jemandem, der in Gefahr ist, zu helfen, ist derjenige stark? Emoiget, okay, ich denke schon. Interessant, wie schnell jemand von seiner eigenen Meinung abkommen kann. Sokrates, du machst dich hier so unbeliebt. Warum? Weiß ich doch auch nicht. Ich möchte nur mit ihnen reden und mir die Zeit vertreiben. Stell auch mir eine Frage. Nun ja, Hades, du bist doch der Gott der Unterwelt. Du nimmst den Menschen das Leben, die Toten kommen zu dir. So sag mir also, ist der Tod etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Natürlich ist der Tod etwas Gutes, denn Leute wie du bekommen die Chance, ins Elysium zu gelangen. Wenn du im Leben Qualen erleiden musstest, wirst du dafür belohnt. Der Tod, eine Erlösung. Aber was ist denn mit den Menschen, die in den Tartarus gelangen? Tja, die werden für ihre bösen Taten bestraft. Aber die hatten es im Leben doch sicher leichter, oder nicht? Ananke, o Sokrates, für sie ist der Tod nichts Gutes. Ukun feinetai, moiton tanaton deinon, hamaton agaton einai. Euer mein. Doch nun, Sokrates, muss ich unser nettes Gespräch leider unterbrechen. Aber warum denn? Wir haben doch gerade so nett geplaudert. Ich muss zu meinem Bruder Zeus. Er soll dich zum Gott machen. Diati, Philosophos, Monon, Metros, Unamos, Calphurgio. Sokrates, ich will dich hier nicht haben. Tja, so kann es also gehen. Zuerst töten sie mich, weil sie mich oben nicht mehr haben wollen. Und jetzt will Hades mich zum Gott machen, weil sie mich unten nicht mehr wollen.